Sie sind immer meine Präsidentin. Ja, schütze sie. Das war auch bei der Erde. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauer, wir reden über ein Thema, wo wir über kurz oder lang alle irgendwie mitreden müssen. Es wird Sie tangieren, Sie werden nicht drum herum kommen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir heute genau dieses Pflegestärkungsgesetz auch verabschieden. Drehen wir uns mal ganz kurz in die Vergangenheit rein. Da wissen wir, dass Pflege in den letzten 20 Jahren eine immense Veränderung erlebt hat. Vor 20 Jahren war Pflege primär, fand im Stillen statt. Es wurde nicht darüber geredet. Opa saß hinten, Oma saß am Ofen. Pflege ist zunehmend mehr rausgekommen. Und ich sehe das heute, sage ich ganz offen, Harald Weinberg, ein immenser Gewinn für die Kollegen von den Linken, dass ihr euch nur enthaltet und nicht dagegen steht. Deshalb gerade an euch herzlichen Dank. Die Kollegen von der FDP kann ich jetzt nicht verstehen. Soweit ich weiß, haben wir über das Gesetz doch massiv geredet. Ich denke schon, dass es hier auch mal wertvoll ist, und das hat der Minister auch gesagt, das auch mal positiv darzustellen und ein gutes Signal zu senden. Wir haben verschiedenste... Ich habe nur 3 Minuten Zeit. Ganz locker bleiben. Was ausgelöst. Ja, genau. Wir haben verschiedenste Sachen gut angebracht. Die sind auch mehrfach schon genannt worden. Ich möchte aber nur zum Beispiel als Vater auch mal sagen, dass es jetzt für Eltern auch möglich ist, ihre Kinder zu begleiten, entweder im Krankenhaus oder dann auch in hotelähnlichen Leistungen, wenn ihre Kinder stationär behandelt werden. Ein immenser Fortschritt, finde ich. Des Weiteren, es wurde schon gesagt, Fahrkostenübernahme in der ländlichen Gegend. Aber nicht nur in der ländlichen Gegend, sondern auch in Städten, wo eben auch längere Anfahrtswege entstehen. Und damit können wir immense Vorteile auch in der Versorgung eben gewährleisten. Das Rückholen von Fachkräften, die erneute Motivation von Fachkräften, in diesen Beruf wieder reinzugehen, findet mit diesem Gesetz statt. Wir gehen aktiv dagegen an, dass Menschen sagen, wir wollten aus diesem Beruf raus, wegen A, Überlastung oder B, zu wenig Geld. Natürlich sind Finanzen ein wichtiges Signal, und wir werden darüber auch noch weiter entscheiden. Aber ich denke, mein erster Schritt ist getan. Es wurde mehrfach gesagt, die komplette Gegenfinanzierung durch die Krankenkassen, es darf nicht mehr als unwirtschaftlich abgelehnt werden. Ich denke, das sollte ein Beispiel für weitere Überlegungen sein. Ebenfalls die Investitionen in Krankenhäuser, hatten wir auch gesagt, insgesamt 400.000 pro Krankenhaus pro Jahr, ein wichtiges Signal. Damit gewährleisten wir ebenfalls Qualität. Das, finde ich, meine Damen und Herren, sind Signale an die Menschen draußen, die vielleicht jetzt nicht primär in Pflegepolitik drinstecken. Und das halte ich aus unserer Sicht für immens wichtig. Weiter. Es wurde auch schon bereits gesagt, Pflege ist professioneller geworden. Da haben wir auch in den letzten Jahren viel getan. Und ich bin durchaus dafür, dass wir weiterhin daran arbeiten, Pflege qualitativ zu untermauern. Wir reden über Pflegewissenschaften, wir reden über Pflegemanagement, wir reden, und das wurde auch schon gesagt, über neue Strukturen und, wie gesagt, ist auch schon angesprochen worden, komplette Refinanzierung. Das nach meiner Meinung und sehr geehrte Damen und Herren, ist ein wichtiges Signal an die Pflegekräfte in Deutschland. Kommt zurück, wir brauchen euch, wir schätzen euch. Und das sollte auch mal ganz klar deutlich gesagt werden. Zum Schluss, und das ist bei 3 Minuten ist es auch ziemlich schwierig, das alles noch mal in der Richtung zu reagieren. Ich würde gerne eines anderes sagen. Ich denke, das ist ein wichtiges Signal. Es ist der erste Schritt. Ich nehme persönlich den Minister da auch beim Wort. Es wird weitere Überlegungen werden stattfinden. Es ist der erste Schritt, die Branche und angrenzende Branchen mal mit in die Überlegung einer gerechten Beteiligung einzubeziehen. Und ich denke, da sind wir insgesamt auf einem guten Weg. Ich wünsche uns allen einen erfolgreichen weiteren Schritt und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Dr. Kühne.